Ich sehe in diesem Zentrum ein großes Potenzial, zumal der Bereich, der hierdurch abgedeckt wird, die Immuntherapie und die Ursachen, die Bekämpfung von entsprechenden Erkrankungen, chronischen Entzündungen, Krebs, Autoimmunerkrankungen, eine ganz wesentliche Bedeutung besitzt. Das heißt, einfach ausgedrückt, er hat die Immunzellen des Körpers dazu abgerichtet, Krebs. Immuntherapie ist eine moderne Möglichkeit, diese Erkrankungen zu beeinflussen. Und die Weiterentwicklung dieser Immuntherapien ist wesentliche Zielsetzung des DZI. Schon heute bietet das DZI moderne Therapie, Immuntherapie bei entzündlichen Erkrankungen und Tumoren an. Es gibt eine Hotline und es gibt eine Homepage, bei der über die Patienten direkt Anbindung an das DZI suchen können und Hilfe hinsichtlich ihrer Erkrankung bekommen können. Das DZI hat sicherlich gute Voraussetzungen für die weitere Entwicklung von Immuntherapien. Man muss dabei sehen, dass heute eigentlich noch viele Fragen offen sind. Die Immuntherapien sind natürlich oft auch von gravierenden Nebenwirkungen begleitet für die Patienten. Und da ist noch viel Arbeit zu leisten, um das nach Möglichkeit abzustellen, wo immer das geht. Eins, zwei, drei. Sonst kann nur der Anästhesist jetzt kommen. Zunächst einmal geht für uns ein Traum in Erfüllung, weil aus Sicht der medizinischen Fakultät nunmehr über 20 Jahre wir auf dieses Ziel hingearbeitet haben und sind jetzt in der wirklichen Translation, die Forschung zum Patienten zu bringen. Und ich denke, das ist der herausragende Punkt beim DZI, dass die Forschung, die Forschungsergebnisse so schnell wie möglich im DZI quasi umgemünzt werden können in einen Nutzen für unsere Patienten. Forschungsbemühungen auf dem Gebiet der immunologischen und Entzündungsforschung war die Gründung des interdisziplinären Zentrums für die Forscher, die in den verschiedenen Bereichen Infektiologie, Onkologie, Immunologie hier in Erlangen angesiedelt sind, haben in den vergangenen Jahren schon hervorragende Forscherleistungen erbracht, tolle Ergebnisse, und die münden jetzt ein, und das ist der große Hoffnungsträger in unser DZI und werden damit dann sofort unseren Patienten zugutekommen. Alles Gute und viel Erfolg wünsche ich dem DZI. Ich glaube, wenn hier noch dass einige Faktoren hinzukommen, die Behandlungsergebnisse weiter zu verbessern, die Nebenwirkungen zu vermeiden und vor allem die Ursachen dieser Erkrankungen nachdrücklich zu erforschen, weil nur dann wir wirkliche Möglichkeiten haben, ihnen dann sogar vorzubeugen. Ich wünsche dem DZI allen Erfolg dieser Welt bei der wirklich herausfordernden Aufgabe gegen Krebs, gegen chronische Erkrankungen mit den Mitteln der Immunologie, der immunologischen Forschung und Therapie große Erfolge zu erzielen im Sinne unserer Patienten.